Willkommen zurück zu Odins 4. Ja, Leute. Wir kämpfen uns hier munter durch das Reich von König Odin. Und ich habe mal eben das schwerste Gebiet, an dem ich ja im letzten Part schon länger gehangen hing. An dem ich im letzten Part schon länger hing, habe ich jetzt mal offscreen gemacht. Ich habe noch ein paar Versuche mehr gebraucht. Nimmt mir bitte nicht übel, aber ja, es ist geschafft. Und damit können wir nun endlich auf zum Boss gehen. Okay, fast. Noch eins, noch zwei, noch drei Gebiete. Aber dafür war die Ausbeute hier recht ansehnlich. Ich habe noch im Kampfgetümmel zwei Grotten aufgeschreckt und ja, gleich mal mitgenommen. Ja, und mehr scheint es auch nicht zu geben. Ja, gut. Der Bazar. Na gut, der Rest soll jetzt aber nicht mehr so ein Problem sein. Und den Boss, den, wir hier bekämpfen müssen, kann man sich ja auch schon denken, wurde uns ja schon in gewisser Weise angekündigt. Ja, wir sollen dem stärksten Krieger in der Stadt das Trinkhorn entwenden. Ja. Das nur, damit wir, Odins Reich hier durchwandern dürfen. Das war dumm, was ich hier gerade gemacht habe. Sobald ich die Aufnahme starte, klappt hier irgendwie gar nichts mehr. Was soll denn das? So, Ding. Hallo? Schlagst du mal nach oben, Kollege? So. Und nö, ich heile mich jetzt nicht. Die Energie wird doch hier reichen. Oh, kurz. Okay. So, nur noch den Bomberman hier drüben. Hallo, du. Na komm, wirf doch. Ah, willst du nicht? Dann machen wir das so. Oh yeah. Dann noch dich da hinten. Und die Sache hat sich. Bei der Nacht von Grayskull. Wir haben gewonnen. Viel Kohle, so muss das. Und ein bisschen Materie. Die Materie werde ich gleich mal zu einem Haltern verarbeiten. In dem Gebiet kann man wirklich Haltränke farmen ohne Ende. Umso, ja, mehr schade ist es, dass man später nicht mehr hier hinten zurückkehren kann. Ja, deswegen, ja, sag ich jetzt mal so viel Heiltränke bzw. Grotten ein, wie es nur geht. Auch wenn die genau genommen eher hinderlich sind, weil sie heilen zwar gut, bringen aber weder Erfahrung noch haben sie irgendeinen Nährwert oder dergleichen. Aber, verdammt. Da. Noch irgendwas zum Futtern? Ach, hau mal die Lammhaxen weg. Die Haxen haben wieder einen umgedrehten Effekt. Was heißt umgedrehten Effekt? Die haben einen ähnlichen Effekt. Die heilen gut, bringen aber auch kaum Erfahrung. Aber hin, ja. Immerhin bringen sie Erfahrung. Wenn der Haltrank ja null bringt. Und warte, ein Aufmarsch. Der Ritter Valkyren. Da nimmt ein Zyklon. Und da fallen sie. Eine nach der anderen.
Nehmt mir nicht übel, Mädels, aber mit dem Date wird's nix. Ja, sehr schön. Gut, wir haben schon körperliche, also Waffenstärke Level 12. Auf welchem Level war Gwendolyn, als wir ihr Kapitel durchgemacht haben? Also am Ende. 16? Das ist gerade mal Cornelius' zweites Kapitel und wir haben Gwendolyn stärkemäßig fast bald eingeholt. Ja. Kein Kommentar. So. Die Karte weg. Und da. Da ist sie. Ja. An Heiltränken sollte erstmal echt nicht mangeln. Und den Samen könnt ihr selber behalten. So, was versteckt sich noch hier? Noch eine Grotte. Sehr schön. Gut. Dann noch der Zwischenboss. Und ja, der Boss des Kapitels. Na dann, mal los. Dürfen wir nochmal einen Berserker weghauen. Na, aber die Ausbeute an Heiltränken finde ich schon mal sehr gut. Hat sich durchaus gelohnt, der Abstecher nach Ringfurt. Rühle nicht. Da ist eh nichts drauf. Das werde ich dir auch gern beweisen. Indem ich dir auf der Nase rumtanz. Grotte! Na gut, gerade keine Zeit dafür. Sehr schön. Tiefer Schlag. Du müsstest bitte kurz auf Seite gehen, ich möchte das Geld hier haben. Oder bleib stehen, dann kann ich auf dir rumbouncen. So, soll ich mich mal lieber heilen? Ja gut. Snack mal die Lammhaxe weg. Wow. Danke fürs Bremsen. Das hat mich gerade so gerettet. Also wow, das war jetzt wirklich Glück, dass ich gerade am Ende seiner Renndistanz stand. Ja, Schwein muss man haben. Bam. Gut. Jede Menge Erfahrung. Sehr schön. Damit ist nur noch... ist nur noch du dran. Genau, haben wir deinen Achsenbruten, obwohl ich gar nicht neben dir stehe. Es wird Zeit, auf dich einzukloppen. Ah, nee. Warte. Für dich habe ich was Besonderes. Hier. Kannst du haben. Ja, man kann in das Zeug aus dem Inventar, was wir nicht mehr brauchen. Also, wie jetzt Traubenreste oder Knochen, kann man den Gegner an den Kopf werfen. Arang. Das gibt, glaube ich, eine gute Belohnung hier. Na? Mal sehen, jede Menge Money. Gut. Die Materie nehmen wir gern mit. Alchemiegemisch. Unbegrenzte Kraft. Ja, Zutaten. Materie Stufe 4 plus Grotte. Oder Materie 2 plus Pepperoni. Ah, unbegrenzte Kraft. Also damit Cornelius ungeachtet seiner Stamina auf Gegner einschlagen kann. Ja. Jetzt habe ich natürlich in weiser Voraussicht die ganzen Grotten in der Stadt schon für Heiltränke verbraten. Und hier geht Nachtschatz um, na supi. Aber nun gut. Pepperoni werden wir sicher auch noch früher oder später bekommen.
So. Toll. Taschen voll. Naja, ein paar Krotten habe ich auch so noch. Dann. Was mache ich denn jetzt mal? Ich würde sagen, ich. Du musst bestimmtes. Das da. Oder mach ich das? Ach komm. Materie Stufe 2 plus. Na. Traubenrest. Plus. Mangokern. Plus. Krotte. Und damit haben wir es schon. Unbegrenzte Kraft. Oh ja, das wird mir vor allem bei späteren Bossen sehr dienlich sein. Aber den hier dürfte ich noch ohne packen. Na gut. Na dann. Und damit beginnt der Bosskampf gegen General Brigand. Ja. Lord General Brigand kennen wir schon aus Gwendolins Geschichte. Und sein Kampfverhalten hat sich ja null geändert. Wir müssen immer noch die Rüstung vom Körper kloppen. Wow. Damit der Kerl endlich mal Schaden nimmt hier. So, mit der Wirbelattacke erreicht man gut die oberen Dinger. Ah, nicht zu sehr Ausgaben hier. Aua. Das war böse. Gut löschen. So, komm. Sehr schön. Nummer 1. Ne, Nummer 2 ist es ja schon. So. Schwer ist jetzt wie immer seinen ollen Gürtel wegzukriegen. Und jetzt habe ich mich verausgabt. Verdammt. Hallo, Ringmuni? Dankeschön. Eine Lammachse. So, und der Rest sollte eigentlich... Ja. Kein großes Problem sein. Den Koloss aufgabt er sich doch ein bisschen schnell. Okay, ich werde, um die Sache ein bisschen zu beschleunigen, jetzt doch mal ein bisschen unbegrenzte Kraft hier schlucken. So, komm her, Lord. Dann wollen wir mal gucken, wer hier den längeren Atem hat. Ja. Den General herausfordern
das Trinkhorn erobern, nur damit Cornelius Odins Land durchreisen darf. Ein bisschen schwache Story für das Kapitel, muss ich auch selber sagen. Wow. Irgendwie, ja, ein Lückenfüller. Aber glaubt mir, da kommen noch bessere Kapitel. Und da schmilzt die Lebensleiste. Und ich verliere wieder Stamina. So. Dann. Nee, ich will mal erstmal eine Flasche anbrechen hier. Warte mal, habe ich kein Ding mehr? Verdammt. Schlucken wir es kurz einen Heiltrank. Gefolgt von keiner unbegrenzten Kraft. Den Rest würde ich gerne so machen, Kollege. Deine ähnliche Ramattacke hier. So. Kurz auf Distanz. Und wieder ran. Bam! Und schön unter ihn. Wow. Sprungangriff. Böse. Böse. Sehr böse. Auch da kann man schön durchwirbeln. Achso, da ist meine angebrochene unbegrenzte Kraft. Ist verloren. Kann ich mitbekommen. Jetzt aber, Freundchen. Hätte ich noch was Anständiges zum Snacken? Also zum Essen? Müsste ich jetzt keine Haltränke anbrechen. Also keine weiteren. Das ist immer so eine Sache in dem Spiel. So, komm, ich will das jetzt beenden hier. Was? Das war böse. Das war sehr böse. Das war dreifach böse. Ja. Ganz ehrlich, den Angriff kannte ich noch nicht. So, die Rüstung mache ich wieder normal. Ja gut, ihr wisst ja, wie es geht. Also, ja. Was kann ich noch ein wenig erzählen? Also, so, Trigant. Wohl sympathischste Charakter des Spiels, muss man so sagen. Für mich zumindest. Aber ich meine, guckt ihn euch an. Der ist doch nur eine wandelnde Fleischsäule. Dass diese kleinen Beinchen überhaupt diesen stämmigen Brustkorb und stämmigen Oberkörper, meine ich, tragen können. Schon ein Wunder. Genau, besauf dich. Kann ich derweil schön unten bearbeiten. Wenn ich kaum Schaden anrichte. Ey! Hier wird nicht gerörbst. Langt es mir, dass mal aber versehentlich bei Clock Tower 3 passiert ist und ich vergessen habe, das rauszuschneiden. Ja gut, aber nee, so geht's nicht weiter. Ich brauche den Trank. Na gut. Daneben. Unbegrenzte Kraft. Yay. Hörst du hier? Die Zutaten kann ich mir früher oder später so noch besorgen. Krotten zwar weniger, aber die Peperoni bekomme ich noch. Also, geht doch. Dann halt euch still, besauf dich. Lass dich niederschlachten, so ist brav. Und BÄM!
voll auf die Fresse. Schöner Krieg, du bist, Krieger bist du. Ah, kannst du weitergehen? Oh, Verderber. Ah, dann haben wir halt auch noch Sachen ab. Dann gehe ich mal dahinter. Und der nächste Schluck. Wow, das tat weh. Schon wieder gerübst. Dieser Kleiner muss mich mal kurz heilen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Da. So, jetzt ist die Lamax noch weg. Und du auch gleich, lieber Lord. Er gibt die doch endlich mal. Zack. Bang. Und weg. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ein Schatz. Ah, jetzt bin ich benommen, verdammt. Nein, da war ein Schatz. Der hat mir was hinterlassen, ein Gürtel. Verdammt, sowas ist selten, Mann. タイタニアの王子とやら約束通りお前の武勇をたたえ改めて客人としてもてなす。またな冥界の女王も私をそう呼んだ。王にお尋ねしたい。なぜ私をプーカと呼ぶのか。お前のように呪詛によって姿形が獣に変じた者たちをプーカと呼ぶのだ。強い呪詛。 幾千の魔法を操る世の力をもってしても解けぬ。誰かが私を陥れようとしているのなら、その犯人を突き止めねば。王、私は一刻も早く祖国に戻りたいと思います。好きにするといい。ウエンドリ、王子を国境まで送って差し上げろ。仰せの通り。感謝いたします。 王大王、腕に覚えのある方とは知らず、先ほどは失礼を。いいえ、異国でのお心遣い身にしみました。王国にいた頃がまるで遠い思い出のようだ。とうとう戻れる私の国タイタニア。 Und damit ist das zweite Kapitel abgeschlossen. Ja. Gut, Leute. Aber damit mache ich mal Schluss. Cornelius darf Odins Reich passieren. Ja. Und wird nun endlich Nachforschungen in die Richtung anstellen, wer ihn nun da loswerden wollte. Aber dazu mehr im nächsten Part. Bis dann.